Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, heute am Montag, dem 2. November, möchte ich Sie auch über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Corona hier in Alsfeld informieren. Mit 37 aktiven Corona-Fällen ist Alsfeld innerhalb des Vogelsbergkreises mittlerweile Spitzenreiter. Die Zahl stammt heute vom Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises. Ich kann daher nur an Sie appellieren, halten Sie die AHA-Regeln ein, Abstand halten, Hände waschen und Atemschutzmaske und vermeiden Sie soziale Kontakte so gut wie möglich, dass wir gerade hier in Alsfeld die Zahl der Infektionen so gut es geht zurückfahren können. Weitere Informationen zu Details. Eine nochmal bedeutende Information, die Kindertagesstätten und die Kinderbetreuung, die in Zuständigkeit der Stadt stehen, bleiben selbstverständlich erhalten, wie auch angekündigt. Es kann aber entweder, wenn es ganz normale Erkrankungen von Mitarbeitern oder von gefährdeten Personen gibt, durchaus zu Engpassen auch im Personal bei uns kommen. Die eine oder andere Kindertagesstätte kann deshalb vielleicht ihre Öffnungszeiten an der einen oder anderen Stelle einschränken. Das erfahren die Eltern aber dann direkt von der Einrichtungsleitung. Wenn es allerdings schlimmer werden sollte mit den Infektionen, könnte es auch sein, dass wir im Vormittags- und Nachmittagsbetrieb wieder eine stärkere Trennung von Personal und Gruppen voneinander gewährleisten müssen. Und auch das könnte mittelfristig zu einer Reduzierung von Öffnungszeiten führen. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommen muss. Aber ich möchte an dieser Stelle jedenfalls auf diese Gefahr schon einmal hinweisen. Ein weiterer Punkt betrifft das Thema Mund-Nasenschutz. Ende Oktober wurde ja für den gesamten Innenstadtbereich durch eine Allgemeinverfügung ein Tragen des Mund-Nasenschutzes, zum Beispiel auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone, verfügt. Seit dem 2.11., also seit heute, gelten für das ganze Land Hessen andere Bestimmungen. Das heißt, es gilt nicht mehr generell in der Altstadt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Vielmehr gilt, überall dort, wo die Abstände von 1,50 Meter von Personen untereinander nicht eingehalten werden können, dort muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das sind zum Beispiel klassischerweise die Fußwege vom Bahnhof oder von anderen Stellen in die Schulen oder nach Schulende zurück, wo eben viele Menschen auf engem Raum unter 1,50 Meter zusammenlaufen. Dort gilt dann wieder Mund-Nasen-Schutzpflicht. Überall, wo die Abstände gewahrt sind und auch in der historischen Altstadt, ist ja gerade jetzt im Herbst und gerade wegen Corona sehr, sehr wenig los. Insofern sind dann, wenn eben 1,50 Meter problemlos eingehalten werden kann, auch Mund-Nasen-Schutz nicht mehr verpflichtend zu tragen. Natürlich kann man immer aus Sicherheitsvorgaben oder aus Sicherheitsempfinden heraus selbst sagen, ich möchte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit diesen Hinweisen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Bitte bleiben Sie gesund.